Und damit herzlich willkommen zurück zum letzten Part Fußballmanager 13. Dieser Aufnahmesession jetzt wirklich der letzte Part, denn mein Magen, der rebelliert schon, Junge, der rebelliert. Jo, 1-1 unentschieden gegen Hamburg, was es wert ist, sehen wir gleich. Adler, zu Recht Spieler des Spiels, was der da rausgeholt hat, ist nicht zu fassen. Aber hier wird Ginczek als Spieler des Spiels, und naja. Dortmund gewinnt gegen die Bayern. Das 10 Punkte auf Dortmund Vorsprung. Ich glaube, das kann man sich so erlauben. Unentschieden wäre natürlich besser gewesen, aber naja. Hamburg, Leipzig 1-1, Köln, Bremen 1-1, Wolfsburg, Freiburg 4-0, Leverkusen gewinnt gegen Frankfurt 1-0, Hertha und Hannover unentschieden. Das heißt, Hertha bleibt, wahrt sich die Chance an Hannover vorbeizuziehen. Mainz gewinnt gegen Düsseldorf, nee, Mainz gewinnt gegen Hoffenheim 2-1 und Düsseldorf verspielt die 2-0-Führung gegen Gladbach. Das gibt's nicht. Aber sonst wären es auch viele Punkte, aber so ist okay. Wie gesagt, ein Punkt nicht ganz so viel wert, wie ich gedacht habe, aber immerhin noch ein bisschen was wert. Und Schalke gewinnt gegen Stuttgart 3-0. Frankfurt so gut wie abgestiegen. Hertha kann sich hoffentlich noch retten, dann hätte sich leider unser Wechsel zu Hertha zwar erledigt, aber es gibt Schlimmeres. Hauptsache, die bleiben erstmal in der ersten Bundesliga. Im Spielverlauf standen, ja so, unser Spiel war heute nach der Pause in Ordnung, immer besser. Ich freue mich natürlich, dass mir wieder ein Tor gelungen ist, aber leider nicht zum Sieg gereicht, ja, leider. Die Elf des Tages, denke ich, ohne unsere Spieler, ja gut, Goretzka, Ex-Spieler. Kevin de Bruyne, ein Tor. Heute war nicht so das torreiche Spiel angesagt. Aber dafür gewinnt unsere Reserve gegen Holstein Kiel. Das ist gut und das ist wichtig. Denn dadurch ist sie wieder Erster. Das ist schön. Erster ist man in Leipzig gern. Zumindest unter meiner Riege. Ich gucke auch mal, was macht denn die zweite Bundesliga so? Jena, was macht Jena? Die sind schwer abgekackt, leider. Waren lange auf dem Aufstiegsplatz, aber gut, jetzt haben sie gerade mal über weite Strecken des Spiels 11 Spieler gehabt und guck mal, was hier so auf der Ersatzbank ist. Die sind alle Schrott, um das mal so zu sagen. Von daher ist der Platz hier im Mittelfeld in der zweiten Liga vollkommen okay. Als Aufsteiger nochmal aufzusteigen, das wäre ja immens gewesen. Wir gehen erstmal weiter. Haben immer noch genug Geld auf der Kante, also dieses Jahr wieder gut Gewinn gemacht durch die Verkäufe von Baba, von Goretzka, von Hazard. Also richtig gut gewirtschaftet. Und mein Magen, ich hoffe, den hört man jetzt nicht. Die ist nämlich ganz schön laut am Knurren. Dürfte ja mittlerweile auch schon 14 Uhr sein, das heißt 5 Stunden Aufnahme. Alter, Hunger. So, was können wir jetzt aufbauen? Bürogebäude wollte man, ne? Müssen wir jetzt wohl aber nochmal das Scouting-Büro. Dann drückt man hier mal auf die Tube. Können wir nicht, okay. Puff. Ja, 14 Uhr, sage ich ja. 4 Stunden genau aufgenommen. 9. 5 Stunden. Ich Idiot, 5 Stunden aufgenommen. Ja, Mittelfeldspieler wird kommen. Sané, tut mir leid, aber die vertragen sich immer noch nicht. Ayhan verbessert sich wieder, wird so langsam eine richtige Alternative. Wie gesagt, kann auch in der Innenverteidigung, kann auch im defensiven Mittelfeld. Okay, gut zu wissen. Das hätte ich mal eher wissen sollen. Sprungkraft 67 nehme ich jetzt einfach mit rein. 66, 69, ja, 67 passt. So. Das wird mal ein richtig Shooter, Freunde. Das wird ein richtig Shooter. Weiter jetzt. Bis zum Stuttgart-Spiel dort noch alles einstellen und dann haben wir genug für heute getan. Wirklich genug getan. Sind dann wieder 8 Parts, die ich jetzt aufgenommen habe, wa? 4 Spiele, 8 Parts, ich glaube schon. Oder waren es sogar 5 Spiele? Nee. Habe jetzt keine 5 Spiele gemacht. 4. Oder doch 5 durch das Hamburg-Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich bin. Naja, wer weiß es nicht. Kann ja mal auf die Ergebnisse linsen. Dann kann ich das ja ungefähr nachvollziehen. Alter, wer rät schon mal, Alter.
Diese Techno-Maus, ne? Würde ich sagen, packen wir mal Günther rein und hier Schieber leider im Formtief. Klose ist wieder geheilt, aber nicht sonderlich stark. Und Saar kommt mit rein. So. Dann haben wir alle in Normalform. Da können wir nichts tun. Hier können wir nichts tun. Können wir hier was machen? Auch nicht. Ja, was ist denn los? Hier ist alles soweit im Lot. Dann gehen wir nochmal hier hin und sagen, jo, hier können wir nichts sagen. Und hier trainieren wir deinen schwachen Fuß, die Davi. Das ist immer schön. Das heißt, der Stindl hat die letzten Partien allesamt gespielt. Denn sowas kann man nur Spielern sagen, die nicht so oft spielen. So, den haben wir jetzt einfach mal gut trainiert. Die werden sich schon irgendwann mal vertragen. Gudetti steht auch kurz vor seinem nächsten Jubiläumsspiel. Das ist schön. Oh, alter Techno-Maus, hör mal auf, so auszurasten hier unten. Und hier oben und überall. Alter, diese Maus, ne? Alter! Ihr denkt echt, ich bin zu doof, mit einer Maus umzugehen, ne? Aber es ist wahrscheinlich Windows 10, dass hier so ein bisschen abspackt. Lallana muss vor dem Tor stärker werden. Das wäre schön, wenn der noch ein bisschen gefährlicher vor dem Tor wird. Legt zwar viele Dinge auf, aber selber macht er noch ein bisschen zu wenig. KJT hat gut trainiert. Hoffmann, Lallana, Horn. Zack und Bakkali kann man noch sagen. Jo. Ich wünschte, ich könnte euch alle einsetzen, aber wir können nur dreimal pro Spiel wechseln. Was ein Dilemma. Alter, dahin will ich. Mann! Maus, ey, ich mach dich fertig. Da kann ein. Oh, 65, Alter, was ist denn das für ein Tier? Was ist denn das für ein Tier? 65? Respekt. Also Hut ab, ne? 65, das ist schon wert. Den muss man auch erstmal haben. So, wir stellen dann ein, dass Abdelauer in Manndeckung genommen wird. Ich glaube, das letzte Spiel gegen Stuttgart war ja ein Hoch und runter. Hinspiel sehen wir halt hier irgendwo 2-2, ja. Also, wie viele Spiele. Alter, Maus, ne? Ein Spiel gegen Wolfsburg, eins gegen Hertha sind zwei, sind drei, sind vier. Okay, acht Parts haben wir. Gut, haben wir halt auch geklärt. Ich gucke hier gerade nochmal, nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Normal 15, machen wir mal bis 28. Auslaufend. Nach Marktwert sortiert. Okay, Christopher Olsen, lalala. Adrian, pf, ja gut, der ist jetzt hier nicht sonderlich gut drauf. Ballas Tschutschak, ne? Der Hertaner eventuell. Kann sein, dass wenn der Part rauskommt, schon Hertaner ist. Wer weiß das schon? Munir El Haddadi hole ich mir immer gerne, aber jetzt mal nicht. Anderson ist schon über seinem Zenit hinaus. Dann gibt es hier, denke ich, auch keine weiteren Spieler. Dann sind wir hier soweit durch. Bei Deutschland ist auch alles noch okay. Können wir den Spieler einbürgern, die es noch wert sind? Glaub, haben wir auch schon gemacht in irgendeiner der alten Aufnahmesessions. Sieht so aus. Anderson lohnt sich nicht wirklich. Nicht wirklich. Güral, glaube ich, auch nicht. Nö, da lohnt sich keiner. Kajubi am ehesten, aber der wird auch nicht mehr zünden, als es gerade tut. Von daher sind wir jetzt fertig, ne? Fertig sind wir mit den Nerven und mit allem. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Gerne wieder in die Kommentare schreiben. Transferwünsche, Jugendspieler übernehmen. Werden wir vielleicht da oder nicht? Was denkt ihr? Zu welchem Verein sollen wir wechseln oder sollen wir bei RB Leipzig bleiben? Und ja, ansonsten Daumen nach oben geben. Video mit euren Freunden teilen, Abo dalassen, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession im nächsten Part für euch wieder. Bis dann, ciao, ciao, euer Team.